Hi und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Aaron und ich habe heute den Lesemonat August für euch. Zugegeben, es wird ein bisschen ein kürzeres Video. Es sind nämlich auch nur 4 Bücher, die ich euch hier vorstellen kann, denn ich muss dieses Video wohl oder übel vorproduzieren, weil ich jetzt dann in den Urlaub fahre. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich irgendwie im Meer von Kroatien oder sitze gerade auf unserer Terrasse und lese hoffentlich fleißig. Das heißt, ich möchte euch aber den Lesemonat August nicht vorenthalten und deswegen gibt es jetzt eben die 4 Bücher, die ich in den ersten 3 Wochen gelesen habe. Ich war davon eine Woche bei einer sehr guten Freundin in Leipzig und habe dort so gut wie gar nicht gelesen, deswegen sind es nur 4 Bücher, obwohl ich nicht viel zu tun habe. Ihr findet sie natürlich alle unten verlinkt in der Infobox als Affiliate-Link zu Thalia und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Buch und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Das erste Buch, das ich beendet habe, das habe ich noch im Juli angefangen und dann jetzt im August beendet, war Thalamus von Ursula Poznanski. Das ist mir in den Kommentaren sehr, sehr ans Herz gelegt worden. Ich habe auch Erebos ist ja eins meiner Lieblingsbücher von Ursula Poznanski. Und nachdem ich das einer guten Freundin, jener guten Freundin, die ich besucht habe im August, geschenkt habe, hat sie auch mal Thalamus gelesen und hat mir das dann auch sehr empfohlen und gesagt, das ist super. Und ich fand es auch gut. Wir begleiten hier Timo. Timo hat einen Motorradunfall und kommt dann daraufhin ziemlich schwer verletzt in eine Reha-Klinik. In dieser Reha-Klinik sind natürlich ganz viele andere Leute auch, die entsprechend auch schwer verletzt sind, von jung bis alt. Eine völlig unterschiedliche, auch völlig unterschiedliche Verletzungen. Aber dann sind da irgendwie so ein bisschen, ergeben sich irgendwie komische Dinge in dieser Reha-Klinik. Timo stößt auf ein paar Sachen, die irgendwie so ein bisschen gruselig wirken und für ihn so ein bisschen seltsam sind, der in dieser Reha-Klinik ist. Und dann wird er nicht ermittelt, aber er geht dem, möchte dem so ein bisschen auf den Grund gehen und bekommt dann immer mehr Mitpatienten hinter sich, die ihm da helfen. Ich fand es ziemlich, ziemlich gut. Es kommt für mich nicht an Erebos 1 und 2 ran. Aber es ist Poznanski typisch, ein angenehmer Schreibstil. Es geht um eine junge Person oder um viele junge Personen. Wie gesagt, es gibt auch ältere Patienten. Also die Leute, die hauptsächlich vorkommen, sind einfach junge Leute. Es hat so ein bisschen so einen ganz leicht dystopischen, ganz leichten Sci-Fi-Aspekt. Aber in erster Linie ist es doch so ein bisschen Thriller ist vielleicht zu viel gesagt, aber so ein spannender Roman, in dem es jetzt aber eben, also halt ein Roman im Sinne von fiktive Geschichte, mir hat es ziemlich gut gefallen und ich habe dem Buch 4 von 5 Sternen gegeben. Und ja, ich würde es jedem von euch empfehlen. Dann weiß man ja inzwischen, glaube ich, oder wer zumindest einige von meinen Videos gesehen hat, weiß, dass ich eigentlich gerne Fitzek lese, aber es doch so ein bisschen so eine Hassliebe ist, weil ich mir bei ihm immer so nicht ganz sicher bin, wie gut ich ihn jetzt wirklich finde. Er hat ja eigentlich bis auf 2 Bücher, also nur Thriller geschrieben. Und jetzt ist eins der Bücher, die eben keine Thriller sind, bei mir eingezogen vor gar nicht allzu langer Zeit. Und ich habe es auch direkt gelesen. Es handelt sich um Der erste letzte Tag, explizit als kein Thriller gelabelt, von eben jenem Sebastian Fitzek, der ja mit der bekannteste und erfolgreichste deutsche Autor ist. Ja, es geht hier um einen Roadtrip und zwar, jetzt sieht man hier die Namen der beiden Protagonisten gar nicht, es sind ein Mann und eine Frau, die sich durch Zufall kennenlernen am Flughafen, ich glaube in München, und dann zusammen gezwungenermaßen mit dem Auto quer durch Deutschland fahren müssen. Es wird hier also einen Tag beschrieben und ich glaube, es soll so ein bisschen einfach so ein so ein Selbstfindungstouch und so für die beiden haben und irgendwie, so ein bisschen zeigen, wie toll auch Bekanntschaft mit neuen Leuten sind und ist die Idee ziemlich cool. Sie behandelt, oder das Buch behandelt mit diesen beiden Protagonisten verschiedene Themen. Es sind auch sehr unterschiedliche Protagonisten vom Typ her, würde ja auch ihnen keinen Sinn ergeben, wenn sie zu ähnlich wären. Aber es ist nun mal so, dass solche Bücher natürlich absolut von den Charakteren leben. Und eine meiner großen Kritiken an Sebastian Fitzek ist ja, dass seine Charaktere häufig einigermaßen blass bleiben. Das ist in den Psychothrillern kein großes Problem, weil da einfach der Fall und der Thrill im Vordergrund stehen.
Aber wenn dann hier natürlich wirklich es sehr dialoglastig ist und wirklich um diesen einen Tag geht und speziell diese zwei Personen, dann sollten die schon gut ausgearbeitet sein. Und das waren sie einfach nicht. Also wirklich auch, dass sie unterschiedlich sind, ist somit das Einzige, was ich noch weiß aus diesem Buch von den Leuten. Ich weiß ihre Namen nicht mehr, wobei das auch mit meinem Namensgedächtnis zu tun haben könnte oder dürfte. Mehr weiß ich von den beiden nicht mehr. Also Charaktereigenschaften und so weiß ich nicht mehr. Ich weiß ihre Berufe nicht mehr. So, ich erinnere mich noch an einzelne Stellen aus dem Buch, aber das ist auch alles. Versucht hier mit viel, viel Humor zu arbeiten. Das klappt auch an der einen oder anderen Stelle. Manchmal ist es mir aber so ein bisschen der Touch too much. Es gab auch einen Spruch, auch den weiß ich nicht mehr, der mir einfach zu weit ging, den ich einfach, der also völlig unpassend fand. Und auch einfach nicht. Also nicht nur nicht lustig, sondern ich weiß, der war irgendwie also nicht in Ordnung. Ich weiß gar nicht, ob es ein sexistischer Spruch war oder irgendwie so. Also den fand ich wirklich schwierig. Keine Ahnung. Also das Buch ist ganz nett. Es lässt sich gut lesen. 40 hat ja immer einen sehr angenehmen Schreibstil, aber eben die Charaktere bleiben sehr blass. Überhaupt weiß ich nicht mehr so viel von der Handlung. Deswegen kann ich hier nicht mehr als 2 Sterne geben. Das nächste Buch ist ein etwas dickeres, das ich unter anderem im ICE gelesen habe, nach Leipzig und von Leipzig zurück. Es handelt sich um ein Rezensionsexemplar aus dem Heine Verlag. Und zwar geht es um Der Klon von Jens Lubadé. Der Titel sagt schon, worum es hauptsächlich geht. Es ist eine Dystopie, die spielt im Jahr 2033. Und wir haben hier eine Protagonistin namens Mara Erhardt, sie ist Journalistin und findet heraus im Jahr 2033, dass schon seit Jahren ein südkoreanischer Professor Menschen klont. Der war eigentlich irgendwie dafür bekannt, dass er mal angefangen hat, Hunde zu klonen. Und irgendwie ist er dann auch zu den Menschen übergegangen. Es ist nämlich so, dass Leute, deren Kind verstirbt, die Möglichkeit haben, ja, Gewebe von diesem Kind zu diesem Professor zu schicken und der kann ihnen dann einen Klon daraus erstellen. Dass das natürlich alleine schon ein ethisches Problem darstellt, keine Frage. Und darüber hinaus passiert es dann auch, dass irgendwie rauskommt, okay, es scheint einen Klon von Adolf Hitler zu geben. Und das ist natürlich noch eine extra Brisanz in diesem Buch. Mir hat es insgesamt sehr gut gefallen. Es ist auch natürlich ja, wieder ein bisschen dystopisch, weil das diese Klonen sicherlich von vielen, glaube ich, als eher negative Errungenschaft der Wissenschaft gelten würde, falls es denn dann irgendwann auch mal umgesetzt wird. Also ich meine, es ist schon möglich, Menschen zu klonen oder wäre schon möglich. Darüber hinaus ist dann so ein bisschen politisch. Also es geht hier unter anderem einfach um deutsche Parteipolitik, aber jetzt gar nicht nicht zwingend um Realität, sondern einfach auch um auch hier was Dystopisches. Eine rechtsradikale Partei kommt hier so ein bisschen an die Macht, die doch sehr an die AfD erinnert. Und der Vorsitzende dieser Partei, Bernd Sörensen heißt er in dem Buch, erinnert sehr an eine andere Person, die es in der Wirklichkeit wirklich gibt. Die im gleichen Beruf gescheitert ist und einfach viele Parallelen aufweist, um das hier jetzt mal hier sehr kryptisch zu beschreiben. Mir hat es insgesamt sehr gut gefallen. Richtung Ende hätte ich mir noch ein bisschen, es ist kein klassischer Thriller, es ist wirklich ein Roman, eine Dystopie. Richtung Ende hätte ich mir aber noch so ein bisschen mehr einen Showdown gewünscht. Deswegen kann es für mich, sind es für mich keine 5 Sterne. Trotzdem ist es ein sehr gutes Buch und vielleicht sogar ein kleines Highlight. Es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen und jedem, der da irgendwie Interesse dran hat, und man muss da jetzt keine super politisch interessierte Person sein, um dieses Buch zu mögen, jedem, der da irgendwie Interesse dran hat, würde ich dieses Buch absolut empfehlen und ich gebe guten Gewissens 4 von 5 Sternen. Das letzte Buch habe ich euch genauso wie der Klon auch in meinen Neuzugängen vor einiger Zeit, vor, weiß ich, einer Woche oder sowas vorgestellt. Und zwar handelt es sich um die Filiale von Veit Etzold. Veit Etzolds neuer Thriller kommt am 1. September raus, beziehungsweise für euch kam am 1. September raus. Ihr könnt es also jetzt schon käuflich erwerben. Haptisch, als E-Book war es schon seit dem 1. August zu bekommen. Wir begleiten hier Laura Jacobs, sie ist Bankerin in Berlin. Sie ist Bankerin in Berlin. Und vereitelt da gerade
ganz am Anfang des Buches zum Einstieg erstmal einen Blutbad in ihrer Bankfiliale. Also sprich, es kommt zu einem Banküberfall. Das ist jetzt auch noch kein großer Spoiler, das passiert wirklich, weiß ich nicht, auf den ersten 20 Seiten. Und da hält sie aber einen Brief in der Hand, unabhängig von diesem Banküberfall, in dem ihr eröffnet wird, dass sie aus ihrem Haus ausziehen muss. Sie lebt mit ihrem Mann Timo zusammen, glaube ich, heißt er, in einem Haus. Und dieses Haus gehört der Bank. Sie wohnt dort zur Miete und die Bank schmeißt sie eben raus. Dass das natürlich für sie super doof ist, keine Frage. Und da scheint schon irgendwie so ein bisschen was im Argen zu sein. Es geht da irgendwie um einen Immobilienhai, der da sein Unwesen in Berlin treibt. Und später wird ihrem ehemaligen Chef dann noch etwas Schweres vorgeworfen, das auch im Klappentext zu finden ist. Aber was so ein bisschen ein Spoiler ist, deswegen sage ich es hier nicht. Es kann sein, dass ich es im Neuzugänge-Video gesagt habe. Aber für alle, die das jetzt zuerst sehen, den möchte ich diesen leichten Spoiler so ein bisschen diesen leichten Spoiler ersparen. Jedenfalls wird diesem ehemaligen Chef da etwas vorgeworfen und spätestens da merkt man, okay, da scheint noch ein bisschen mehr hinter zu stecken als einfach nur ein Immobilienhai, der da Geschäfte machen möchte. Das Ganze ist der Einstieg in eine Bücherserie. Hier steht nicht drauf, wie viele Teile es geben wird. Keine Ahnung, ob das eine Dialogie, eine Trilogie oder eine möglicherweise längere Reihe wird. Jedenfalls soll immer Laura Jacobs die Protagonistin sein, die ich auch sehr mochte. Ich habe sie sehr sympathisch gefunden, nachdem ich ja im Juni Final Control von Veit Etzold gelesen und nicht so gut fand, unter anderem war es dort ja der Protagonist, der mir nicht gefallen hat. Hier fand ich die Protagonistin sehr, sehr sympathisch, hat mir gut gefallen. Und es ist so, dass Richtung Ende dann noch so ein bisschen schon eröffnet wird, worum es im nächsten Teil gehen dürfte. Das ist auch ein bisschen fies, weil es ein kleiner Cliffhanger ist, aber jetzt nicht ganz krass. Also der Hauptfall wird hier einigermaßen abgeschlossen, aber darüber hinaus geht's dann noch ein bisschen weiter. Ich sag mal so, Thriller ist hier ein sehr, sehr euphemistisch, klingt schon wieder böse, aber schon, also Thriller ist ein Begriff, den ich hier nicht zwingend verwenden würde. Ja, es gibt einige, einige Momente, in denen die so ein bisschen thrillerhaft sind. Es ist ein insgesamt spannendes Buch, also es gibt so eine Grundspannung, aber viel mehr halt auch nicht. Es ist ein sehr gut recherchiertes Buch über Banken. Man merkt, dass Veit Etzold da Ahnung hat, ist selbst ehemaliger Banker. Das heißt, es ist wirklich, wirklich gut recherchiert und ich fand das richtig, richtig stark. Aber es ist jetzt nicht irgendwie wie Fitzek ein Thriller, an dem an jeder Ecke irgendwas Krasses passiert. Trotzdem ist es halt auch irgendwie mehr als ein Krimi, keine Ahnung. Also es ist schon einigermaßen okay gelabelt, aber erwartet euch da jetzt keinen krassen Psychothriller, in dem irgendwie an jeder Ecke jemand abgemetzelt wird. Jedenfalls hat es mir ziemlich gut gefallen, es ist ein starker Auftakt. In die Serie für 5 Sterne reicht es mir nicht ganz, aber es ist schon sehr, sehr gut. Ich freue mich auch auf den zweiten Teil und gebe deswegen mit gutem Gewissen 4 Sterne. Und mit ebenfalls gutem Gewissen kann ich euch hier dieses Video empfehlen. Das ist der Book Haul bzw. das Neuzugänge-Video, von dem ich hier immer wieder gesprochen habe in diesem Video. Und ich hoffe, ihr habt damit ganz viel Spaß und dann melde ich mich nach meinem Urlaub wieder in alter Frische. Ihr seht vielleicht sogar noch mal ein Video bis dahin. Ich glaube, eins gibt's noch. Und ja, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und tschüss, bis bald.